Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches. Hey everyone, this is Charlie with G&G Army, and I'm here live from SHOT Show 2017 in Las Vegas, Nevada. And right here is the new ARP9 that is coming out very soon, roughly around spring. We don't have pricing yet, but make sure you check our website out for more information. Let's get down into what makes this gun very unique. Starting from the front, we see a crown amplifier. If you're familiar with our Firehawk, it will have the same type of crack noise when you shoot it. It's also going to have a 5-inch mil-spec M-lock rail, CNC machine, so it's very durable, very great quality. Moving down the rifle, we have a 9mm style high cap magazine. It's going to be a 300 round, and later on we're going to come out with a 105 magazine or a 90 round magazine. We're not too sure yet. Also too, it features a nice vertical grip that we just designed, and also a vertical trigger. Moving on to the rear, we have a PDW style buttstock on there. In terms of internals, what we're going to include is a new rotary hop-up unit on that. Similar to our SR series, it's going to have our ETU, the electronic trigger unit, which is programmable for 3-round burrs, along with the pre-installed MOSFET on there. So the new ARP9, and we're going to be moving down the rack. This is the PDW-15 CQV gun. This is brand new, just released in the United States about last month in December. And what really makes it unique is a nice rail system. This is the CQV, so it has a 9-inch rail, CNC machine as well too. It comes with our G-Mag, which is a 300 round magazine, nice texturized magazine for a very good comfortable grip, along with a nice comfortable pistol grip. It has another version 4 PDW buttstock, and it's very easy to access the battery compartment on these guns, so just move the stock all the way up and then you're able to move this and access your battery compartment like so. Put that down and you're ready to rock and roll. And with this gun, you're also going to have the rotary hop-up with it, and this is priced around $350 US dollars in the United States. So you can also check more specifications on our website at guay2.com for this gun. Wir sind jetzt hier bei G&G und haben hier die ARP9. Die ARP9 ist eben so ein bisschen eine verkleinerte Version von der Firehawk. Also wenn man sich sagt, die Firehawk ist mir ein bisschen noch zu klein, haben wir hier die ARP9. Allerdings ist es nicht alles. Wir haben hier nicht nur ein kleineres Magazin, also wir haben hier so ein Magazin in Glock oder Vektorgröße, das halt eben noch weniger Platz wegnimmt, ist eher für die Speedgamer oder für Leute, die eben sagen, ja, wozu brauche ich ein riesen AR-15 Magazin, wenn ich so eine kleine Waffe habe, gedacht. Ist jetzt erstmal hier mit einem High-Cap Magazin ausgeliefert, kommt aber auch noch mit 180k Schuss Mid-Cap Magazin. Was die Waffe außerdem interessant macht, ist, dass wir hier einen sehr schön verstellbaren und ausziehbaren PDW-Schaft haben, der sehr ergonomisch und sehr klein an der Waffe anliegt. Ist wirklich sehr low profile vom System her. Und wir haben hier ein Batteriefach eingebaut, wo auch ein MOSFET schon mit drin sitzt und eine elektronische Trigger Unit. So haben wir hier eigentlich noch ein wesentlich kleineres, spielertauglicheres Package als die schon sehr, sehr, sehr gute Firehawk. Und außerdem haben wir hier statt dem Amplifier von der Firehawk noch einen sogenannten Kronendämpfer oder Crowned Flash Hider, der eben einen ziemlich knackigen Geräusch für die Schüsse gibt. Also auch der hat eine kleine Verstärkungswirkung. Und so haben wir hier, wie gesagt, eine kleine handliche Spielerpackage. Ein kleines Detail, was mir persönlich jetzt noch aufgefallen ist, ist der unheimlich schöne, schlanke Griff. Also der Griff liegt unheimlich gut in der Hand. Es ist ein Griff wirklich nach meinem Geschmack. Schön klein und führig. Wir haben jetzt hier die PDW-15 in der CQB-Ausführung. Ist eben im Prinzip vom Design ein bisschen an die Honey Badger angelegt. Funktioniert auch mit einem ähnlichen System vorne, mit der Schäftung, also mit diesem Kombination aus M-Lock und Schraubsystem vorne. Hat einen integrierten Schalldämpfer. Hat ebenfalls eine integrierte Feuerunit und ein integriertes MOSFET. Auch einen ausziehbaren PDW-stiligen Schaft, also der eben im Style von auch von dem Badger-System ist. Und man kann hier sehr leicht auch ans Batteriefach kommen, also indem man hier das Batteriefach löst, kann man hier die Klappe abziehen, die Batterie einsetzen und kann dann wieder die Waffe voll und ganz nutzen. Mir gefällt die Waffe wirklich verdammt gut. Die ist eben hier auch eben aus einem sehr schönen Aluminium gefertigt. Liegt absolut top in der Hand, hat einen beidseitig bedienbaren Magazinfanghebel, funktioniert mal mit normalen AR-15 Magazinen,
Hier jetzt in dem Fall ist das typische G-Mac von G&G verbaut und ist eine richtig schöne Packung, gefällt mir richtig gut. Werde ich mir wirklich sehr wahrscheinlich selber kaufen. Gefällt mir wirklich verdammt gut dieses Teil. Moving down the rack, what we have is the fully licensed Knights Armament Rifle. This will have the new G2 gearbox inside, so very high-end rifle coming from us. Probably later down this year, no release or price yet. Moving down, we have the TR-16 MBR 308 SR. What's really unique about this is it has a 16-inch CNC machine key mount rail. Ambidextrous controls for left-hand players. We've listened to your complaints and we've answered them in this rifle, so you're going to be accommodating that. There's also a 90-degree selector lever, unlike our traditional 180 selector lever. This is more seen in the three-gun competition here in the United States, and the magazine is in a civilian-style 308 chamber round. Has our nice Geos 3 version crane stock as well. Moving down the rack, we have the new fully licensed Seekins Precision in collaboration with EMG. This is just a prototype for now. We don't really know what's going to be in the internals or the pricing or even the release date, but definitely check our website for more information on that. And down here is the ARP 556. So maybe if you weren't a big fan of the 9mm style magazine and you want to use your M4 magazine, this is a gun for you then. Similar specs, everything around. The only difference is that the receiver will be metal and then the magazine will be in an M4 style magazine, unlike its counterpart, the ARP9. So this is the ARP 556. Wir haben jetzt hier oben die SR16 E3 mit Knights Markings. Ist eben von Prinzip her ein absoluter Nachbau der SR16 von Knights. Hat eben das URX-System vorne auch verbaut, beidseitige Bedienbarkeit von Magazinhebel und Verschlussfang. Und ist auch hier ein sehr schöner M4 Nachbau, dem mir sehr gut gefällt. Ist eben eher was für Fans von realen Waffen, weil es eben hier sich um Lizenznachbau hält. Um mal was eher eine Eigenkonstruktion von GMG zu zeigen, haben wir hier die TR-16 MBR 308 SR. Ist im Gegensatz zu den ganzen anderen M4 Nachbauten hier mal eine Großkaliber AR-15 bzw. eher im Prinzip eine AR-10. Hat eben ein Magazin in der 308 bzw. 7.26x51 NATO Magazingröße. Ebenfalls beidseitige Bedienung von Verschlussfang und Magazinfang. Ein sehr langes Keymod-Rail-System mit oben, was auch sehr interessant ist, sind die Rails hier oben ausgeschnitten und hier ist so halbkreisförmig ausgefräst. Gefällt mir auch ebenfalls sehr gut und liegt super in der Hand, hat ein schönes Gewicht und hat ebenfalls das G2-System. Die G2-Gearbox ist wirklich was sehr Schönes, dazu später noch ein bisschen mehr dazu. Was die Waffe noch ein bisschen unterschiedlich macht, ist hier die G2H-Gearbox. Die ist eben extra für diese größeren Systeme gedacht, ist deswegen etwas länger. Ist eigentlich der einzige Unterschied, ist halt für diese eher großkalibrigen Waffen gedacht. Wir haben jetzt hier noch einen Prototypen von GMG. Wurde uns gerade gesagt, den haben sie erst letzte Woche zusammengebaut. Ist ein Nachbau einer Seekins Precision Waffe. Hat eben auch original Markings auf beiden Seiten. Sowohl hier als auch hier. Diese diamantförmigen Optiken, also an Boltcatch und Feuerballhebel. Ist auch ebenfalls eine sehr schöne Waffe, schaut sehr schön aus, hat eine kantige Optik, moderne Optik, die ist ein bisschen fancy ausgeschnitten, Magazinfang. Leider können wir hier noch nichts zum Innereien sagen, weil das wissen die Herren hier selber noch nicht so genau, was da genau reinkommt. Aber von außen kann man schon mal sagen, dass es ein sehr schönes, leichtes System ist. Der Schwerpunkt liegt eher weiter hinten, gefällt mir ebenfalls sehr gut. Wer sich vorhin bei der ARP9 gedacht hat, die ARP9 ist interessant, aber da muss ich mir schon wieder neue Magazine kaufen. Wir haben hier die ARP 556. Absolut vom internen, absolut dieselbe Geschichte wie die ARP9. Allerdings haben wir hier 556 Magazine. Also sprich, wenn ich die Magazine schon zu Hause rumfliegen kann, kann ich die hier weiterverwenden. Beidseitige Magazinlösehebel, beidseitige Bedienelemente vom Feuerwehrhebel. Ein großer Unterschied gibt es hier eben noch zur ARP9. Der Upper Receiver ist aus Aluminium statt aus Plastik gefertigt. Und wir haben hier eine kleine fancy Kante angebracht, die ARP9 nicht hat. Könnte vielleicht als taktischer Flaschenöffner dienen vom Design, aber ansonsten richtig schönes, kleines, solides Package. Das ist wahrscheinlich so das Nachfolgemodell zur Firehawk. Alle Sachen, wo mich ein bisschen an der Firehawk gestört habe, eben mit gleichzeitiger Bedienbarkeit von Magazinfang und Feuerballhebel, sowie der Plastik-Upper-Receiver, der hier immer ein bisschen leicht eindrückbar war, sind hier schon gelöst. Gefällt mir deutlich besser als die Firehawk und ist ein richtig schönes, kleines Teil, optimal für Speedgames oder CQB-Geschichten. Another big thing this year for G&G is our new GBV pistol.
This is going to be our new GP92. We're also going to come out with two different types of pistols, which we wanted to show at IWA. We just didn't have enough time for the two other prototypes to showcase at here at SHOT Show. But this is our new GBB, our own manufactured in-house design is our GTP9 as well too, and that should be really nice, sleek design as well. What's really unique about these GBBs that is different, we have a patent pending worldwide that has a new cylinder whirl valve. And what that really does, it spins the pressurized air inside to really reduce the cool down, so you're gonna have way better performance out of the box and better play on your GBB pistol. The pistol is gonna come with this nice polymer hard case. It's also with the magazine and a speed loader as well. So pricing, we're not sure yet, and availability will be, release date will be more likely around spring as well. Gleich geht's weiter mit der Action, präsentiert von KHS Tactical Watches. Jetzt geht's weiter mit der Action, präsentiert von KHS Tactical Watches. Moving along, we've actually teamed up with Mechanics, who come out with G&G Mechanic gloves. Very material outside, very breathable. It's a nice mesh material, and it has a nice texturize on the inside. So for either outdoor play, it prevents your hand from really getting sweaty, and it really helps you grab your pistol or rifle. This will be retailing for about $24.99 in the U.S. Along with the new pistol, that we're also coming out with the new Battle Owl Tracer unit, which is probably the first dedicated tracer unit for pistols alone. What really sets this pistol, this tracer unit apart, is that it has adjustable fronts and rear sights. So while you're screwing on the tracer unit, sometimes you're not really gonna align the iron sights properly, so that way you're able to adjust the front and rear sights to make sure you have a straight line of sight when you're engaging your targets. Ebenfalls ein großer Schritt für G&G ist eben ihre neue Gas Blowback Linie. Die werden demnächst drei Versionen dieser Gas Blowback Pistole auf den Markt bringen. Marktreif ist hier schon die 92F, ist eben ein Beretta-Nachbau im G&G-Design. Also wir haben hier eben statt Beretta-Logos G&G-Logos. Und was die Waffen wirklich einzigartig macht, ist ihr patentiertes neues System, das eben weltweit patentiert ist, weltweit einzigartig. Hier wird eben ein kleiner Gaspiston, also der kleine Gaspiston, nicht gerade vor und zurück bewegt, sondern in einer drehenden Bewegung vor und zurück bewegt, was dafür sorgt, dass eben Vereisungen vom Zylinder reduziert werden und dadurch der Cooldown reduziert wird. Also angeblich soll die Waffe hier weniger Cooldown haben als vergleichbare Waffen. Aber ob sich das auch so bewahrheitet, werden wir in Zukunft sehen. Die grundsätzliche Idee, hier läuft auch eine Animation davon vorbei, die werden wir auch noch filmen, die ist richtig, richtig gut. Und wenn die Idee so funktioniert, könnte es hier wirklich eine Innovation im Gas Blowbacks Bereich sein. Die Waffe wird auch noch als 1911 und als eine Art Glock vielleicht auch Heiklon Koch Pistole sein, die eben in keine Lizenzrechte irgendwie konkurriert oder eben hineinfällt. Ansonsten Beretta und 1911 gefallen mir schon mal sehr gut. 1911 und diese andere Pistole sind eben leider noch nicht auf dem Markt hier erhältlich. Die wollten sie eben nicht mitnehmen, weil die noch nicht hundertprozentig ausgereift sind. Aber die 92F, die hat ein schönes Gewicht. Alle Bedienelemente fühlen sich sehr, sehr hochwertig und knackig an. Auch die Waffe eben, der Abzug gefällt mir sehr gut. Was die Waffe noch ein bisschen sehr schön macht, ist der Lieferumfang. Die ganze Waffe kommt hier in dieser sehr schönen Box von G&G. Und zur Waffe dazu kommt natürlich das Magazin und ein Speedloader. Das Ganze in einer schönen Verpackung, macht ordentlich was her und ist ein bisschen mehr als nur ein Styropor oder ein Pappkarton. Das nächste Produkt, was uns hier vorgestellt wurde, sind die neuen Mechanics-Handschuhe in der G&G Edition. Sind natürlich in der gewohnten Mechanics-Qualität mit einem sehr abgefahrenen Stoff und einer sehr stammdicken Struktur in der Innenfläche. Gefallen mir ebenfalls sehr gut, sind sehr schöne Handschuhe und eben mit diesem G&G Armament Logo, muss man sagen, gefällt mir sehr gut. Kann man auch nichts Negatives sagen, Mechanics spricht für sich selber. Sehr gute Entscheidung von G&G, mit hier eine Partnerschaft einzugehen. Ein weiteres Produkt hier ist die Tracer Unit für Pistolen. Das ist die erste wirklich brauchbare Tracer Unit, die eine Pistolengröße hat. Was die Tracer Unit hier ein bisschen einzigartig macht, ist, dass sie über eine einstellbare Visierung verfügt, so dass man
Wenn man die Pistole eben in Anschlag nimmt, kann man natürlich die Pistolenvisierung wegen des Dämpfers nicht wirklich hier nutzen und hat hier oben eine einstellbare Visierung, sodass man, egal wie man den Schalldämpfer aufgebracht hat, kann man die Visierung nachschieben, sodass man trotzdem auch einwandfrei mit der Waffe zielen kann. Die Tracer-Unit macht das, was alle anderen Tracer-Units auch machen. Sie beleuchtet die Kugelbahnen des Fluges und macht diese Waffe so eben für Nachtspiele interessanter, weil man immer diese kleine leuchtende Kugel rausfliegen hat, statt einfach nur die Kugel in die Dunkelheit zu schießen. Ist natürlich nicht jedermanns Fall, aber man kann es natürlich auch ausschalten, man kann das Ding einfach als Schalldämpfer benutzen, wie man möchte. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne kleine Idee und das ganze Konzept gefällt mir sehr gut. So the biggest news for us this year is going to be our G2 gearbox, which I have in my hand. And what really makes it different is that we listen to a lot of our end users, a lot of our dealers, and we decided to do a huge overhaul on this gearbox. So we're going to start from the front and work on our way to the rear. The biggest difference is we reinforced the front end of the gearbox by about 70%, so this is definitely going to reduce a lot of the front end cracking that some of the gearbox had in the past. We also added a double O-ring nozzle as well, it's going to come with the full steel teeth piston as well. We've added an extra cushioning on the cylinder head to absorb the impact of the piston as well. On the rear we have a quick spring spring there. Internally, we realigned the bevel gear to engage the gears more efficiently and have better performance out of the box. Also, with this also comes a nice vertical trigger with nice grooves in there for if you don't even want to use gloves. It has a nice groove set to really make the contact nice and firmly. We've also updated the ETU. You might be familiar with the ETU in our SR series, in our RK74 series. This one's going to be the updated version. What really makes this unique, it has an alarm system that you're able to hear once your voltage is really low and your battery to let you know to stop playing, because if you keep playing, it's going to probably damage the MOSFET that's included. Speaking of the MOSFETs, it's 50% smaller than our actual SR series, so now you're able to have more room in your crane stock to put your bigger stick batteries in there. Also, it has a power cutoff switch, so if you put our G&G magazine inside, this little latch part of the ETU will catch this little piece on the magazine. So you put the magazine in, you're shooting, you're playing, all of a sudden you're out of BBs, the power will cut off. If you let go of the magazine, drop the magazine, the same thing. You will be able to use other brand magazines as well too. The only function that won't be available is the actual detection of the BB when you're out of the in the magazine. It also will have a lot of ambidextrous features too. Once the G2 is installed on the gun, it's going to have ambidextrous bolt lock, charging handle, mag release, and ambidextrous selector lever as well too. So a lot of cool features for Lightband players to accommodate you with this gun and this G2. There's going to be two versions of this going to be installed in our guns. One is going to be the G2, which is going to be in our M4 style rifles, along with the G2H, the H being designated as heavy, which is going to be in the 7.62 caliber magazine rifles. Kommen wir zum eigentlichen Highlight hier am G&G-Stand. Wir haben hier die G2 Gearbox. Die G2 Gearbox ist die eigentliche Weiterentwicklung einer V2 Gearbox. Natürlich vom Aufbau her natürlich ähnlich, fast gleich zu der V2 Gearbox von der Optik her, aber sonst ist alles geändert worden. Erstes wichtiges Feature ist, die Gearbox ist vorne verstärkt worden, ist eben hier wesentlich stabiler als alle andere Gearboxen, ist hier vorne schon geradius, sprich, dass der Zylinder auch hier nicht die Gearbox aufbrechen kann. Wir haben hier schon bereits ein Aluminiumnassel mit zwei O-Ringen verbaut, was für eine absolut perfekte Abdichtung sorgt. Das Nassel selber bewegt sich absolut smooth in der Waffe. Dann haben wir ein Federschnellwechselsystem, das nicht nur zwei Pins, sondern gleich vier Pins hat, was die Haltbarkeit in der Gearbox, den Sitz in der Gearbox noch verbessert, aber genauso leicht zu wechseln ist. Also mit zwei Pins ist immer das Problem, die sitzen immer ein bisschen schief in der Gearbox drin, was dafür sorgen kann, dass die Feder schneller ermüdet und schneller ermüdet oder kaputt geht. Mit vier Pins haben wir dieses Problem nicht mehr. Die sitzt absolut gerade im System. Ebenfalls wurde hier die Übertragung von Pinion Gear zu Spur Gear verbessert, so dass die Gearbox hier noch etwas smoother läuft und weniger Hitze erzeugt. Ein weiteres Feature der G2 Gearbox ist die absolute beidseitige Bedienbarkeit. Also wir haben hier eine Übertragung, dass wir den Selector Switch bzw. den kombinierten Feuerwahl und den Sicherungshebel beidseitig bedienen können. Ebenfalls ist der Board Catch auf beiden Seiten bedienbar und der Magazinfanghebel ist ebenfalls auf beiden Seiten bedienbar.
Das Interessante dabei ist eben, dass die ganze Waffe schon von vornherein darauf ausgelegt ist und nicht erst wie andere V2-Gearboxen über Extender oder über welche Übertragungsgestänge auf die andere Seite gelegt werden muss. Die Gearbox ist von vornherein darauf ausgelegt, von beiden Seiten gleichmäßig bedient werden zu können. Wir haben ja auch schon so einen typischen IPSC-Trigger, also einen normalen 90-Grad-Trigger verbaut mit einer Rifflung dran, der das Gefühl sehr verbessert und eine sehr schnelle Schussfolge ermöglicht. Ein weiteres Feature, was wir hier haben, ist eben die Kombination mit dem neuen Magazin von G&G. Wir haben hier einen kleinen Schalter und hier im Magazin haben wir einen kleinen Follower. Wenn wir eben hier das Magazin leer geschossen hat, drückt der Schalter eher eben auf den Knopf und der Stromfluss wird unterbrochen. Sprich, ist das Magazin leer geschossen, feuert die Waffe nicht mehr. Ebenfalls sieht man hier den Follower, die bis zur letzten Kugel feedet und die letzte Kugel wird immer noch vom Nozzle gegriffen und in die Waffe geführt. Also herausfallende Kugeln mit einem leeren Magazin wird es nicht mehr geben. Ist meiner Meinung nach einer der schönsten Features, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Und G&G wäre nicht G&G, wenn sie nicht für Kundenzufriedenheit stehen. Sprich, ich kann trotzdem meine alten Magazine benutzen. Ich habe zwar dann das Feature nicht mehr, dass hier beim letzten Schuss die Waffe unterbrochen wird, aber ich kann alle Magazine, was ich vorher für eine M4 gekauft habe, weiterhin nutzen. Solange sie in den Magazinschacht passen, werden sie auch funktionieren und werden auch fieden. Finde ich absolut gut. Viele Hersteller würden hier einen anderen Weg gehen und sagen, wir haben ein neues System, funktioniert nur noch mit unseren Magazinen. Ist hier aber meiner Meinung nach die einzige richtige Entscheidung, die G&G getroffen hat und dafür liebe ich G&G. Kommen wir nochmal zurück zu den Internals. Wir haben eben hier eine integrierte elektronische Trigger-Unit, die dafür sorgt, dass wir einfach schon mal keine analoge Trigger-Unit mehr haben, die korrodieren oder anderweitig beschädigt werden kann. Und wir haben ein MOSFET direkt verbaut. Und dieses MOSFET ist 50% kleiner als das MOSFET, was G&G vorher verbaut hat. Also im Vergleich zum Beispiel zu der Predator. In der Predator ist das MOSFET ungefähr um die Hälfte größer. Dieses hier ist deutlich kleiner, nimmt weniger Platz in das Stock-Cube-Bag und das sorgt wiederum dafür, dass wir mehr Platz für den Akku haben. Generell muss ich sagen, die G2-Gearbox ist eigentlich wirklich einer der absoluten Highlights der Messe für mich. Ist ein wirklich sehr schönes System und ich freue mich darauf, wenn es endlich in Deutschland rauskommt. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches. Alright guys, well that wraps it up for our preview at SHOT Show 2017. Thanks for watching and we'll see you guys at EWA.